Welche dieser beiden Frauen findest du hübscher? Der Durchschnittsmann wird sagen, naja, links, ist doch klar. Es gibt aber auch den ein oder anderen, der natürliche Frauen mag. Und sie hat ein sympathisches Lächeln. Also definitiv die rechte. Tja, und schon wirst du keine von beiden bekommen. Denn egal wie du deine Wahl getroffen hast, du hast soeben diese beiden Frauen bewertet. Und das ist der Grund, warum sich beide nicht für dich interessieren werden. Möchtest du also Frauen verführen können? Dann schau dieses Video. Eingeladen habe ich dafür den Sebi von den Flirt-Profis. Darum unbedingt dranbleiben, denn Sebi weiß ganz genau, wovon er spricht. Mein Name ist Sebi Heindl und in diesem Video möchte ich dir zeigen, warum du Frauen nicht bewerten solltest, weil das Ganze negative und vielleicht viel mehr extrem negative Auswirkungen auf dich hat, als du das jetzt gerade noch erkennst. Viele Männer neigen dazu, Frauen zu bewerten, sie zu kategorisieren. Ich habe das damals, als ich mit dem Flirten dann angefangen habe, auf Pickup gestoßen bin. Da macht man das zum Beispiel so, dass man Frauen von HB1, das ist eine Frau, die man nicht so dolle findet, bis HB10, das ist eine Frau, die man wirklich super dolle findet, bewertet. Jetzt muss es gar nicht sein, dass du in diesem System von HB1 bis HB10 denkst, aber auf einer unbewussten Art und Weise bewertest du Frauen höchstwahrscheinlich. Du siehst eine bestimmte Frau an dir vorbeilaufen und du sagst dir automatisch, okay, das ist eine tolle Frau, die will ich haben, oder du sagst sie automatisch, die fällt überhaupt nicht in mein Beuteschema, die hat keinen bestimmten Stil oder bestimmte Körpermaße, sind nicht so, wie ich mir das bei einer tollen Frau vorstelle. Das heißt, du steckst eine Frau in eine Kategorie. Jetzt, was passiert in dem Augenblick, in dem du eine Frau in eine Kategorie steckst? Lass uns das mal aus der psychologischen bzw. aus der spirituellen Perspektive durchleuchten. Die Außenwelt ist laut dieser Perspektive eine Widerspiegelung der Innenwelt. Das bedeutet, dass alle Dinge, die du im Außen siehst, einfach nur Dinge sind, die du von innen nach außen projizierst. In dem Augenblick, wo du also bestimmte Dinge in der Außenwelt bewertest, als meinetwegen nicht gut genug, ist das irgendein Teil in dir, den du bewertest als nicht gut genug. Und ganz oft sind das Teile, die wir vor uns verstecken, irgendwelche Komplexe. Meinetwegen, wenn es eine Frau ist, die nicht so einen tollen Körper hat, dann kann es zum Beispiel sein, dass du damit eigentlich nur deinen eigenen Körperkomplex, deine eigene Unzufriedenheit mit deinem Körper verstecken möchtest. Forsch selbst einmal tiefer und frag dich, warum du bestimmte Frauen auf eine bestimmte Art und Weise bewertest. Das nächste Problem, wenn du Frauen bewertest, ist, dass du dir selbst die Chance nimmst, im Moment zu sein und mit dem Flow zu gehen. Und das ist eine Sache, die konnte ich immer wieder feststellen im Laufe der letzten Jahre, dass man eine Frau erst ein Stück weit kennenlernen muss. Und nur dann, wenn man eine Frau ein Stück weit kennenlernt, kann eine wirkliche Anziehung entstehen. Das, was wir durch dieses Bewerten machen, ist, dass wir einfach nur von der Oberfläche ausgehen. Wir sehen die Frau dadurch als ein Stück, als einen Gegenstand. Wir blicken nicht hinter ihre Fassade und wir bewerten sie einfach nur auf Grundlage ihres Aussehens. Jetzt eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass eine Frau, zu der ich eine Beziehung aufbaue, auf einer emotionalen, persönlichen Ebene, wird automatisch hübsch für mich, wenn ich mich gut mit dir verstehe. Du nimmst dir also dadurch die Chance, eine wirklich tolle Frau kennenzulernen, einfach nur dadurch, dass du von vornherein bewertest, nein, diese Frau kommt nicht in Frage, diese Frau entspricht nicht meinem Beuteschema. Jetzt möchte ich damit nicht sagen, dass du einfach jede Frau nehmen sollst oder ansprechen sollst, auch Frauen, die dir gar nicht gefallen. Nein, das möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte dir damit nur eine gewisse Offenheit ans Herz legen und ich möchte dir wirklich von Herzen sagen, hör auf, Frauen zu bewerten, sondern geh mit dem Flow. Wenn du irgendeine gewisse Art der Anziehung bei einer Frau merkst, gib der Sache eine Chance, geh der Sache nach. Lern diese Frau erst einmal kennen
und schau, welcher Flow zwischen euch entsteht, ob ein Prickeln entsteht, und versuch nicht von vornherein schon durch deine vorgefertigten Muster, die sowieso nicht von dir kommen, die einfach nur von der Gesellschaft vorgelebt werden, wo ein gewisses Frauenbild vorgelebt wird, versuch aus diesen auszubrechen und du wirst merken, dass sich völlig neue Chancen auftun. In deinem Umfeld, in deiner Arbeit, in deiner Uni, wo auch immer du bist, wirst du auf einmal einfach nur dadurch, dass du offener gegenüber Frauen im Allgemeinen bist, vielleicht sogar offener gegenüber Menschen im Allgemeinen bist, wirst du merken, dass sich dein Flirtverhalten automatisch extrem verbessert, weil du nicht mehr in diesen Schubladen denkst, weil du Frauen nicht mehr bewertest und dir dadurch die Chance gibst, du selbst zu sein, und auch Frauen die Chance gibst, sie selbst zu sein, und ein völlig neues Klima erschaffst, in dem ihr beide euch näher kennenlernen könnt und vielleicht sogar intimer werden könnt, wenn das Ganze passt. Und wenn du ebenfalls wie ich Frauen nicht einfach nur wie eine Nummer behandeln möchtest, sondern tiefe Verbindungen mit ihnen willst, dann solltest du unbedingt den Sebi von den Flirtprofis mal auschecken. Ich habe dir hier seinen Kanal verlinkt. Außerdem habe ich auf seinem Kanal heute ebenfalls ein Video released und das kannst du hier sehen.